Mit Actionfilmen wie Tyler Rake, Comedy-Highlights wie Yubi Halloween oder potenziellen Oscar-Kandidaten wie David Fincher's Mank oder The Trial of the Chicago 7 zeichnete sich der Streaming-Dienst-Anbieter Netflix in einem Jahr, in dem die Zuschauer fast gänzlich ohne Kinos auskommen mussten, für zahlreiche Film-Highlights verantwortlich. Auch in 2021 bringt der Streaming-Gigant wieder die größten Hollywood-Stars in eure Wohnzimmer. Wir stellen euch in diesem Video 20 exklusive Film-Highlights vor, die ihr demnächst auf Netflix streamen könnt. Im Drama Pieces of a Woman spielen Vanessa Kirby und Shia LaBeouf ein junges Paar, das ihr Baby bei der Geburt verloren hat. Während beide auf ihre Weise ihre Trauer bewältigen müssen, wird auch die verantwortliche Hebamme vor Gericht gestellt. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller erzählt der Weiße Tiger von einem armen indischen Fahrer, der sich von seiner Knechtschaft befreien kann und sich zur Spitze hocharbeitet. Im Biopic Die Ausgrabung spielt Ralph Fiennes den Hobbyarchäologen Basil Brown, der von einer jungen Witwe, gespielt von Carey Mulligan, engagiert wird, um auf ihrem Land ein angelsächsisches Bootsgrab aus dem 7. Jahrhundert zu bergen. In dem romantischen Schwarz-Weiß-Drama Malcolm and Marie, das während des ersten Corona-Lockdowns gedreht wurde, spielen Zendaya und Tenet-Star John David Washington ein junges Paar, deren Beziehung in den eigenen vier Wänden auf eine harte Probe gestellt wird. Nach Boyhood erzählt Regisseur Richard Linklater in Apollo 10,5 eine weitere Coming-of-Age-Geschichte. Der Familienfilm spielt in einem Vorort von Houston, Texas im Sommer 1969, vor der legendären Apollo 11-Mondlandung. Nach 18 Jahren hat Regisseur Zack Snyder endlich eine Fortsetzung zu seinem Zombie-Film Dawn of the Dead gedreht. In Army of the Dead zieht es eine Gruppe von Söldnern nach Las Vegas, die in der von Zombies belagerten Glücksspielmetropole den Coup ihres Lebens landen wollen. In Bruised spielt Oscar-Preisträgerin Halle Berry nicht nur die Hauptrolle, sondern sie feiert hier gleichzeitig ihr Debüt als Regisseurin. Als gescheiterte MMA-Kämpferin Jackie Justice muss sie sich ihrem bislang größten Kampf stellen, als eines Tages ihr 6-jähriger Sohn vor der Tür steht, den sie Jahre zuvor verlassen hat. Das Drama Blonde ist eine fiktionalisierte Chronik des Lebens von Marilyn Monroe, die im Film von Ana de Armas gespielt wird. Für die Regie zeichnet sich Andrew Dominik verantwortlich, der zuvor mit Brad Pitt die beiden Filme Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford und Killing Them Softly drehte. Pitt ist bei dem Film selbst auch als Produzent mit an Bord. Im Thriller Born to be Murdered gerät ein Paar während des gemeinsamen Urlaubs in eine gewalttätige Verschwörung mit tragischen Folgen. In den Hauptrollen sind John David Washington und Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander zu sehen. In der Komödie Don't Look Up fährt Netflix wohl sein bislang größtes Aufgebot an Hollywood-Stars auf. Die beiden Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence spielen darin zwei Astronomen, die versuchen, die Welt vor einem riesigen Meteoriten zu warnen, der die Erde zerstören will. Auch die Riege an Nebendarstellern kann sich sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Jonah Hill und Meryl Streep. Auf dem Regiestuhl sitzt Adam McKay, der für sein Drehbuch zu The Big Short einen Oscar gewann und zuletzt im Kino mit Christian Bale in Vice für Furore sorgte. Was wäre ein Jahr mit Netflix ohne Adam Sandler? Auch in 2021 können sich Fans auf einen neuen Film des Sandmans freuen. Im Sportfilm Hustle spielt er einen abgehalfterten Basketball-Talentscout, der in China einen phänomenalen Streetballspieler entdeckt und seine Chance wittert, mit seinem neuen Schützling wieder in die NBA zurückzukehren. Die erfolgreiche Netflix-Romanze bekommt mit The Kissing Booth 3 eine weitere Fortsetzung, in der sowohl Joey King als auch Jacob Elordi wieder in den Hauptrollen zu sehen sind. Das Biopic Maestro ist einer der heißen Oscar-Anwärter für Netflix im kommenden Jahr. Bradley Cooper verfilmt in seiner zweiten Regiearbeit das Leben des Filmkomponisten Leonard Bernstein. Neben Carey Mulligan wird Cooper auch in der Hauptrolle zu sehen sein. Neues aus der Welt ist der neue Film des gefeierten Regisseurs Paul Greengrass. Tom Hanks wird in seinem ersten Western als Kriegsveteran damit beauftragt, ein junges Mädchen zu Verwandten zu bringen, nachdem ihre Familie getötet wurde. Die beiden knüpfen auf ihrer langen Reise ein Band der Freundschaft und nachdem Onkel und Tante ablehnen, das Mädchen in ihre Obhut zu nehmen, muss er entscheiden, ob er das Kind im Stich lässt oder in den Augen des Gesetzes selbst zum Kidnapper wird. In der Buchverfilmung The Power of the Dog geht es um zwei Brüder, die eine große Ranch in Montana besitzen. Nachdem einer von ihnen heiratet, werden sie jedoch zu Feinden. Benedict Cumberbatch und Breaking Bad-Star Jesse Plemons spielen in dem Drama die beiden rivalisierenden Brüder, während Kirsten Dunst das Darstellertrio abrundet.
Mit der Actionkomödie Red Notice bringt Netflix in diesem Jahr seinen bislang teuersten Film heraus. Sage und schreibe, 160 Millionen Dollar kostete das Spektakel über einen Interpol-Agenten, der den meistgesuchten Kunsträuber der Welt jagt. In den Hauptrollen können sich Blockbuster-Fans auf Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot freuen. Freunde des gepflegten Revenge-Thrillers können sich im kommenden Jahr auf Jason Momoa freuen. Dieser mimt in dem Film Sweet Girl einen am Boden zerstörten Mann, der sich an den Menschen rächen will, die seine Frau auf dem Gewissen haben. Gleichzeitig muss er aber auch für seine Tochter da sein und sie beschützen. Tick, Tick, Boom ist ein biografisches Musical über einen aufstrebenden Komponisten in New York City, der sich darum sorgt, den falschen Karriereweg eingeschlagen zu haben. Regie führt der Broadway-Spezialist Lin-Manuel Miranda, der das Publikum zuletzt in dem Musical Hamilton begeisterte. Hier bleibt er allerdings nur hinter der Kamera und lässt stattdessen die beiden Hollywood-Stars Andrew Garfield und Vanessa Hudgens vor der Kamera das Tanzbein schwingen. Nach dem Erfolg von Bird Box wird Sandra Bullock im kommenden Jahr erneut in einem Netflix-Film zu sehen sein. In Unforgiven spielt sie eine Frau, die nach einer langjährigen Haftstrafe wegen Mordes aus dem Gefängnis entlassen wird und es schwer hat, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Die Inszenierung übernimmt die deutsche Regisseurin Nora Fingenscheid, die für das Sozialdrama Systemspringer kürzlich zahlreiche Filmpreise gewann. Amy Adams spielt in The Woman in the Window eine alleinlebende Frau, die unter Agoraphobie leidet und anfängt, ihre neuen Nachbarn auszuspionieren. Dabei wird sie Zeuge eines gewalttätigen Verbrechens. Der Film sollte 2020 eigentlich in die Kinos kommen, aber die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen sicherte sich jetzt Netflix die Rechte an dem Thriller, wo er 2021 erscheinen soll.